Wir landen hier. Verstanden. Hallo und herzlich willkommen zurück. Eine neuen Folge Apex Legends. Mit dabei der Virus-Eber im Duo. Und wir machen heute mal im Sumpf ein kleines Picknick und räumen dann hoffentlich die Map auf. Ich bin wieder dabei, darauf zu reacten, auf mein Gameplay und gebe meinen Senf dazu und hoffe, dass es euch gefällt und erhält. Warum wir im Sumpf gelandet sind, hat folgenden Grund. Ich wollte ein bisschen was über die Legende an sich, die neue Lifeline, erzählen. Je nach dem Buff oder Debuff, je nachdem, war ja beides dabei, neue Fähigkeiten bekommen hat. Und da wollte ich auf jeden Fall einen Landeort haben, wo wir maximal einen kurzen Fight haben. Damit die mich nicht unterbrechen, wenn ich euch was erzählen will. Also, Lifeline, meine absolute Lieblingscharakterin von Season, eigentlich Season 1 mit Octane, bis Season 5, wo Loba kam. Ja, alte Fähigkeiten, ihr passiver, schneller heilen Buff war für mich sehr relevant, da du innerhalb von gefühlt einer Sekunde eine Kurzschildbatterie verschlungen hast. Der wurde rausgenommen. Somit Lifeline nicht mehr schneller heilen. Kann sich nicht mehr schneller heilen. Ja, okay. Schon mal schlecht. Eindeutige Verschlechterung, finde ich. Dafür hat sie die Fähigkeit erworben, Gegner aufheben zu können mit ihrer Heildrohne statt aktiv. Und das wiederum ist sehr stark. Von daher finde ich, dass Lifeline einen Buff bekommen hat. Denn im Kampf einen Teammate aufheben zu lassen, während er von einem Schild geschützt wird, man selber noch zielen und schießen kann, braucht man relativ häufig. Also das ist eine Fähigkeit, die ich sehr, 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 sehr oft benutzen könnte. Und daher erstmal gut. Ansonsten ist mit den neu mehr Items im Care-Paket, ja, ist schön. Auf jeden Fall finde ich angenehmer. Care-Paket an sich dauert ja eh immer relativ lange, bis es aktiv wird. Finde ich eine gute. Ja, ich hätte lieber eine relativ hohe Chance auf eine lila Rüstung gehabt in jedem Care-Paket. Naja, okay. Aber prinzipiell auch schön. Und an sich, das neue Design von der Lifeline gefällt mir sehr gut, denn dadurch kommt besser raus, was denn eigentlich hier Aufgabe auf dem Schlachtfeld ist. Ein Medic, der seine Teammates aufhebt, während sie die letzte Defensivlinie vom Team darstellt. Du kannst mir danken, wenn wir gewonnen haben, ist das klar? Und ein bisschen Freches, wie man gerade eben gehört hat. Naja. An sich, finde ich den Buff oder den Debuff von ihr, da war ja beides dabei, angemessen gewesen. Gerade mit Loba als neuen Support-Charakter und ihrem Markt, Lifeline ein bisschen mehr in die Richtung des Healers zu drücken und weniger als Support-Charakter anzusehen, dass sie nicht für die Versorgung mit Aufsätzen da ist, mit der Rüstung nicht mehr so. Wobei die lila Rüstung immer noch relevant ist, aber ein bisschen weg von diesem Teil von der Lifeline. Mehr hin zur Lifeline, die wirklich als reiner Sanitäter auf dem Feld verstanden werden soll. Bin ich d'accord? Auf jeden Fall, finde ich gut. Finde auch, Lifeline spielt sich immer noch super. Ich habe gesagt, dass mit der schnellen Heilung, glaube ich, wird den meisten Lifeline-Mains am meisten wehtun. Denn das war, finde ich, sogar mit ihrer stärkste Fähigkeit, sich sehr schnell aus dem Kampf wieder zu erholen. Sprich, man konnte sie auch sehr aggressiv spielen. Sie konnte auch mal vorpushen. Hat 3-4 Hits abbekommen. Ist in die nächste Ecke, Schildbatterie rein. 2 Sekunden, du warst wieder geheilt. Das ist sie jetzt nicht mehr. Sie ist absoluter Defensivcharakter geworden. Und sollte nicht an vorderster Front spielen. Aber gut, da wir eh nicht so die Taktiker sind, macht es bei uns jetzt keinen großen Unterschied.
Ja. Für viele aber sicherlich schon. Aber hat sich ganz gut ausgegangen mit dem Reinlabern. Wir hatten einen schönen Leerlauf, aber gute Moves hat man gesehen. Und jetzt können wir doch mal endlich auf die Suche nach Gegnern gehen. Ich habe hier eine Anpassung. Feuermodus. Und hoffen, dass wir auch mal welche finden. Ich finde allgemein der Rand der Map ist sehr unbeliebt. Ich glaube, die Leute spielen sehr gerne aggressiv, landen gerne in Spots, wo 5-6 Teams sind und glauben dann, die sind immer das beste Team und schaffen es. Ich bin da ein bisschen rationaler und sage, ja, solche Runden habe ich auch gerne mal. Ja, aber halt, zielführend ist es halt nicht. Du kannst ja meinetwegen so mit ein paar Kills farmen, ja, okay. Hast 5-6 schnelle Runden, hast 7-8-9 Kills. Ja, gut. Wenn du nicht gerade der beste Spieler bist, dann wirst du da auch nicht großartig rauskommen. Aber ich habe die Zeit gut überbrücken können. Jetzt gibt's Action. Das ist unser Doppelteam. Ein Octane und ich weiß gar nicht, was das zweite war. Aber die gehören uns. Und die gehen in den Bunker, der neu eröffnet ist. Aha! Na, was werden wir da wohl finden? Das werden wir gleich sehen. Jetzt überlegen, okay. Ja gut. Entweder wir sterben jetzt unten drin oder wir machen es ja, komm. Irgendwo ist er. Da hinten. Dass der uns nicht gehört hat. Einer down, schön hochgeflogen noch. Hier gerade von der Seite. Havoc. Aber oh, die Flatline zum Glück besser. Und das sieht man gleich, die neue Drohne. Die seit dem. Ich weiß gar nicht mehr, welches Datum das war, aber. Gar nicht mal so lang her ist. Zeitpunkt der Aufnahme noch ein bisschen näher an neu als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Logischerweise. Aber unser ersten Teamfight. Okay, verbracht. Ein bisschen aufwärmen. Hatten jetzt lange Leerlauf. Und jetzt hat. Bunker von innen mal inspizieren. Und mit 6 Teams nur noch. Beiden gehen. Und da wollte ich für den Pathfinder noch einen Aufsatz holen. Den er aber dann sich doch noch geholt hat. Für die Brawler. Feuermodus. Und. Ja. Eine relativ entspannte Runde, würde ich auch behaupten. Es ist eher so eine Informationsrunde gewesen zur neuen Lifeline. Mit ein bisschen Gameplay im Hintergrund. Mit ein bisschen blödem Gewäsch von mir. Und den neuen Bunker hat man auch noch gesehen, wie sie geöffnet sind. Und ich glaube, in diesem Bunker, wo wir jetzt gerade sind, liegt ein goldener Prowler, den mein Teammate jetzt auch haben müsste. Und Knopf drücken, geht's raus. Zum anderen Loch. Schön. Finde ich echt stark, dass solche Kleinigkeiten eingebaut sind. Machen das Ganze ein bisschen variabler vom Spielen. Kann kleine Geheimnisse entdecken, ist schön. Also, auch das ist, finde ich, eine sehr gute Änderung. Aber wir sind nicht hier zum Schnattern, sondern wir sind hier, um die Runde zu gewinnen. Auch wenn wir wahrscheinlich mit wenig Kills die Runde, wenn dann, gewinnen werden, weil wir ja komplett abseits gelandet sind. Also wirklich fernab jeglicher Möglichkeit eines Kampfes am Ende. Ja, das. Wenn ich immer meine Menüführung sehe, dann. Ich weiß nicht. Also da bin ich bei mir selber der größte Backseat-Gamer. Ich würde mich am liebsten erwürgen, wenn ich sehe, wie ich im Menü rumgehe. Glaubt mir das. Wenn ich das sehe, ich mache jetzt die Schildbatterie weg. Nee, doch die Termit. Naja, aber jetzt kämpfen wir mal. Das können wir ein bisschen besser zumindest. Granate nicht schmeißen. Steht ein Watson Tower. Wo ist er? Da vorne steht er. Okay, okay. Kontakt mit Ziel. Ich dachte, über die Flatline auf die Distanz haben. Oh, gut Game. Oh, sind das gute Schüsse. Da habe ich wieder meinen Beruhigungstee nicht getrunken. Aber die letzten Schüsse auf die Race waren gut.
Findest du so lustig, in dieser Runde hüpfen die so schön hoch, wenn man sie downt? So, drei Seiten. Tut mir leid, Race. Was, wenn er es nicht so schade gefunden wie ich? Jetzt können wir sie plündern. Ja, es sind nur noch vier Squads und wir haben als Team, glaube ich, jetzt hat vier Kills. Ne, drei sogar nur. Die Watson haben wir ja nicht bekommen. Evo-Schild, stark. Hier ist ein Körperschild. Stufe 3. Da war ich auch schon drin in der Kiste, aber psch. Nicht. Ich glaube, da wollte ich nur noch Munition zu einer Schwerger. Ich habe nur noch 110 Schuss ab. Da werde ich belohnt. Und was tue ich weg? Dezent, gut. Hört ihr das? Da kommt ein Care-Paket runter. Ich habe sechs große Schildbatterien. Mit der alten Lifeline. Glaubt mir, wäre das absolut. Absolut sinnvoll gewesen, so viele große Schildbatterien zu nehmen mit der nochmal letzten Lifeline. Finde ich das ein bisschen heftig, aber ich mag große Schildbatterien. Jetzt sind schon nur noch zwei Squads am Leben. Skillspitzenreiter hat 5, ist eine Bangalore. Zeit, dass wir uns unseren verdienten Sieg holen. Verdient. Meinte natürlich geschnorten? Nein. Wir haben ja die Teams, die wir getroffen haben, haben wir ja relativ gut gefightet. Problem ist bloß gewesen, beim zweiten war die Watson alleine und die Race war alleine. So haben wir keinen richtigen zweiten Kampf gehabt. Aber jetzt wollen wir nochmal einen schönen Endfight haben. Vier Kills sind ja noch zu vergeben und da ein Lifeline-Paket. Und da genommen. Ja, ich habe in die Zukunft gesehen. Und das ist ein Bangalore Airstrike. Also der Killspitzenreiter ist auf jeden Fall hier und das andere Team auch. Jetzt habe ich natürlich eine Flatline und eine 99 in der Hand. Was relativ unpraktisch ist auf die Distanz. Ich könnte jetzt dazu ein paar Hits geben. Ich werde jetzt ein rotes Evo-Schild bekommen. Überleg die ganze Zeit, ob ich mich einmischen soll oder nicht. Oh, dann gehen wir doch drauf. Gehen wir dort entlang. Nur ein bisschen sneakier. Oben erstmal die Tür blockieren. Werfe Thermitgranate. Die Thermit da abknallt und ansonsten jedes Mal beim Aufschlag sofort explodiert. Und die Tür war offen, als ich geschmissen habe. Die hat irgendjemand die Tür zugemacht, sodass meine Thermit richtig schön abprallt in der Tür. Das war ein Big Play, was gar keiner weiß. Derjenige Tür stand. Ist da noch ein Squad übrig? Und ich habe das Bedrohungsvisier. Hab ganz schlecht geaimt. Aber die Bangalore umso besser erwischt. Wenn man nur durch die Lifeline, die unter Schild ist. So, Lifeline ist unter Schild. Gut, dass sie sich auch heilen will. Ich habe jetzt die Rüstung gewechselt, um volles Schild zu haben. Und jetzt kommt die Zone. Und das ist. Einzige, was jetzt live noch retten könnte, ist, dass wir vorher in der Zone rennen und sie uns in den Rücken schießen. Und das wird sie wahrscheinlich auch machen. Und da falsche Richtung geschaut. Rotes Schild. 70 Leben. Bin gedownt. Nicht mehr viel Leben. Und wir haben sie. Lifeline hat am Ende sehr gut gespielt. Aber Zone hat uns dann auch noch ein bisschen zuerst nicht geholfen, denn dadurch mussten wir pushen, ohne uns heilen zu können. Und dann hat sie uns geholfen, indem die Lifeline dadurch ordentlich noch Schaden bekommen hat. Aber ich würde sagen, eine ganz interessante Runde. Vor allem, um Lifelines Fähigkeit mal ein wenig zu erklären und die, wie ich sie finde. Und ich finde eine ganz akzeptable, ansehnliche Runde. Und haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.